Ein herzliches Willkommen zurück in Dantoria und Wusimu und Dumbly sind auch noch dabei. Hallo. 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 Ja, und der auch. Mal gucken. Hallo. Hallo. Au. Ich hau dir den Arsch voll, du. Schon sehen, was du davon hast. Ja, mach doch. Ich weiß gar nicht, irgendjemand... Wo bist du überhaupt? Au. Ich weiß, irgendjemand hatte geschrieben in den Kommentaren bei mir, dass das jetzt ja irgendwie schon so zum Standard wird, am Anfang der Aufnahme oder der Folge jeweils immer erstmal den anderen welche überzubraten. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, wer das geschrieben hat, Mensch. Ach, ich kann mir sowas aber immer so schlecht merken. Ja, sollten wir echt mit aufhören. Wir dürfen nicht so viel Dummheiten im Kopf haben. Haben wir doch gar nicht. Nee, wir nicht, aber du. Haha. Ha. Jetzt bin ich wieder schuld. Ich würde das so gerne viel öfter erwähnen, irgendwie, wer das denn immer so geschrieben oder gesagt oder sonst was hat. Ja, naja, aber das nicht. Alter, ne, das ist halt bei dir so eine Sache. Ja, ich habe halt keinen Entkalker mehr, weißt du, das ist naja. Das Problem. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Ich bin ein bisschen arbeitslos. Nix los, arbeitslos? Ja, das, ja. Ich muss mal schauen. Ich ernte jetzt erstmal ein bisschen Zuckerrohr ab. Ja, das mach doch mal. Kannst ja, wenn du willst, schon mal mit einem neuen Gebäude anfangen oder so. Ja. Oh, und ich muss gleich mal irgendwas gegen meinen Schnupfen tun, ey. Ja. Ich glaube, ich muss mir da mal wieder ein bisschen Spray reinziehen, Nasenspray. Doping. Ping, Doping. 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 Dopong. Hallo Kühe, hallo Schafe, hallo Huhn. Gott, ist das da voll. Ja, ne? Deswegen sage ich ja, ist vielleicht ein Bauernhof. Ja, haben wir eigentlich noch Knochen? Weil dann könnte ich erstmal die Bäckerei ein bisschen ausstatten. Ja, das wäre auch und eine Eier brauche ich. Und Milch. Eier sind in der Bäckerei. Und Kakao brauche ich. Kakao habe ich keinen. Den haben wir. Wir haben aber noch Kakaobohnen eingesammelt, oder? Und hatten wir doch eigentlich, oder? Ja, wo sind die hingekommen? Ich habe ja auch Tropenholz. Dann, ich baue gleich mal einen Dings, eine Kakaofarm. Ja, bau mal. Genau, ist eine gute Idee. Und, warte mal, was wollte ich jetzt denn? Jetzt habe ich vergessen, was ich holen wollte. Du wolltest Knochen da holen. Mann, jetzt steckt das an, echt. Knochen. Du wolltest Knochenmehl machen. Wir haben 16 Knochen. Ja. Da kriegst du ja einiges an Knochenmehl raus. Ja. Einmal. Und dann guck doch mal, ob du da nicht auch sag mal schnell hier, die Karotte mal da zum Wachsen kriegst. Ja. Die wird und wird nicht fertig da. Ja, ich kümmere mich darum. Haben wir irgendwo noch eine Feldhacke? Nein, da musst du eine neue machen. Ja? Ja. Ich habe aber gar kein Eisen dabei. Na, du gehst doch sowieso wieder zum Feld und da ist doch eh die Schmiede. Ich höre dir einfach nicht zu. So. Ich mache nochmal ein paar Eimer. Also ich brauche definitiv eine neue Maus. Ja? Ja. Ja. Denn bei mir, da ich das ja nicht, ich baue ja in Minecraft nicht so wie du. So mit Maus drücken und festhalten. Und dann klack, 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 alles aufbauen. Ja. Yeah. Sondern ich klicke ja für jeden Stein einzeln. Und ich brauche irgendwie sowas so mit gar keinen Ton. Maus-Ton, weißt schon. Ah, okay. Also eine Maus ohne Ton. Hört man deinen Klicker? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Weiß ich gar nicht. Das ist aber vielleicht auch einfach nur eine Ausrede, dass ich mir eine neue Maus kaufen kann. Okay, also mit den Karotten stimmt was nicht. Ja, Hast du auch nur eine ausgegraben? Ja, aber die ist auch irgendwie, lässt die sich nicht wachsen. Also die wächst nicht. Ja. Frag doch mal Dumpy hier, der ist doch der Profi. das war gut. Jetzt hat's geklappt. Ja? Ja. Funktioniert das nur ab und zu? Ja, aber ich glaube, man kriegt nicht immer unbedingt eine raus. Drei raus, meine ich. Jetzt hast du aber drei gekriegt. Jetzt habe ich drei gekriegt gehabt, ja. Ich glaube, ich baue hier mal eine Leiter irgendwo. Ach, ich habe gar keine Leiter mehr. Ich kann auch keine anbauen. Ich habe noch Leitern. Du brauchst noch Leitern? Ja, notfalls, wie gesagt, wir haben auch so viel Holz. Ich baue mir auch welche, das ist gar kein Problem. Ich kann sowieso mal gucken, wie weit du da bist. Das interessiert mich schon. Wie du jetzt schon unten durchgefallen bist. Ist ja echt ein Ding, ne? Fürs Getreide brauche ich jetzt mitunter, wenn es noch nicht weit gewachsen ist, auch zwei Knochenmehl.
Sonst war das immer eins. Ach du meine Güte. Ah, sich einiges geändert. Macht also, aber nichts. Ich hatte jetzt erst überlegt, zu Dumpy runterzugehen, aber ich traue mich irgendwie nicht. Ich fliege da nur wieder aufs Maul. Ja. Ich habe eine Höhle gefunden. Hast eine Höhle gefunden? Ja. Cool. So, warte, Weng. Also, Mulenia, wo bist denn du? Am Feld. Was? Wo? Feld. Am Feld? Unser Feld. Getreidefeld und so. Ja, komm doch mal gleich her, irgendwie. Hier hinten zur Schmiede. Kann ich das Feld erst fertig machen oder? Ja, mach es mal erstmal fertig. So eilig ist das. Jetzt haben wir auch keine Knochen mehr. Also wir sollten zusehen, dass wir an der Work den, wenn man von vorne drauf guckt, den linken Turm fertig kriegen. Den linken? Ja, dass der hochgezogen wird. Den linken vorderen oder den ganz links an der Ecke da? Den linken vorderen, den großen. Also an der Treppe? Ja. Okay, ich kümmere mich da gleich drum. Ja, so, ich weiß nicht, vielleicht mal 20 in die Höhe schon mal. 20? Ja. Weil ich habe vergessen auszuzählen. Das mache ich aber fürs nächste Mal, mache ich den Bauplan dann fertig. Ja. Komplett. Geht klar. So, ich komme Richtung Schmiede. Wo bist du? In der Schmiede? Nee, vor der Schmiede. Also neben der Schmiede. Kommt drauf an, von welcher Seite man das sieht. Und wer lässt denn da die Tür offen? Keine Ahnung. So, So pass mal auf. Ich wollte jetzt den Weg hier noch ein bisschen weiter rausziehen. Deswegen habe ich hier schon mal so eine Schneise gemacht. Ja. Wie hättest du es gerne jetzt hier? Da ist eine Kuh auf unserer Treppe. Boah. Zack, jetzt ist sie runter. Todes. Ja, die fällt wahrscheinlich gleich ins Loch zu Dumpli runter. Wahrscheinlich. Wir haben jetzt hier, also siehst du ja, so ebenerdig. Soll ich das jetzt hier unten nochmal raushauen oder lieber einen Stock höher und bis da hinten durchziehen? Ich weiß nicht, wie du möchtest. Was meinst du? Sollen wir da ruhig so einen Versatz drin haben oder das lieber jetzt ebenerdig? Da kann ruhig ein Versatz drin sein, das macht mir nichts. Weil dann würde ich jetzt, gut, dann würde ich da jetzt den Kies weiter einbauen. Weißt du, was ich nervig finde? Dass ich die Inventory-Tweaks nicht mehr habe. Weil jetzt muss ich andauernd immer wieder nachfassen, sozusagen. Also das den Rest dazu. Mhm. Weißt du, das hat ja sonst immer automatisch gewechselt. Ja, es ist schon übel, wenn man... Ach, verdammt. Es ist schon übel, wenn man sich an was gewöhnt hat, ne? Ja. Ganz schön übel, sowas. Ich würde jetzt mal eben schnell rein provisorisch... Aber die Backpack-Mod ist immerhin schon wieder auf 1.51. Ja? Ja. Die wollte ich ja auch ausprobieren. Haben wir überhaupt erzählt, dass wir jetzt auf 1.5.1 sind? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, das haben wir verschwiegen. Ja. Also wir haben jetzt geupdatet. Jetzt sollten es aber die meisten auch schon mitbekommen haben. Ja. Ja, klappt ja soweit auch alles. Bis ja, jetzt. Ja, läuft wunderbar, muss ich sagen. Ich bin gespannt. Wie ein Flitzebogen auf ganz viele Neuerungen. Den Trichter zum Beispiel. Trichter? Ja, der soll der sammelt Sachen ein, die du oben reinwirfst. Ja. Und tut die dann auch wohl in Kisten einlagern, selbstständig irgendwie. Habe ich zumindest gelesen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Und das wäre schon ziemlich cool, wenn das könnte man nämlich an die Monsterfalle oder so stellen. Dann kann das Ding nämlich sammeln, auch wenn man nicht direkt da ist. Ach so, ja, das ist natürlich richtig geil. Ach, jetzt habe ich wieder vergessen, die Kühe zu melken. Melk doch mal die Kühe, Mulenia. Ja, die Bäckerei braucht ja noch einen Keller, die braucht ja noch eine Backstube. Ja. Die würde ich jetzt in den Keller packen, dann würde ich mich da gleich nochmal dran machen. Geht klar. So, ich kümmere mich jetzt um den Turm. Ja. So. Ich werde mir mal eben ein Bett mitnehmen. Ja, es wird schon fast wieder dunkel, ne? Ja, und so müssen wir uns nicht immer im Haus einfinden. Vielleicht mag sich Wusimu dann auch hier eins mitnehmen. So, Hä? Achso, falsche Taste. Achso. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt wie ein Flitzebogen. Bist du neugierig, ob du neugierig bist, wa? Ob ich noch eine Torte hinkriege, nein. Hier ist ja noch Kies. Geh das, schau her. Verdammt, wie ging denn jetzt noch die Torte? Ich weiß nicht, aber es ist Nacht, Leute. Es ist Nacht. Ist mir gerade egal, ich weiß nicht mehr, wie die Torte ging. So, ich liege im Bett. Okay.
Ja, ich komme auch ins Mulenia. Bett. Ja. Wir haben eine Kuh vor der Tür. Das kann doch nicht wahr sein. Geh weg. Pass auf, dass sie nicht ins Haus kommt, ihr das Ungeziefer. Ja, die wollte mit rein, aber ich habe sie nicht gelassen. Gut. So, liegst du im Bett? Ja. Endlich. Ah, schön. Das hat gut getan. Also ich hab echt ernsthaft vergessen, wie eine Torte geht, ne? Hast du jetzt das Bett mitgenommen, Mulenia? Nein. Ich hab's aber nicht weit, das ist egal. Ich hab's nicht weit, ich bin ganz in der Nähe. So, also du meinst den, wie gesagt, den linken Turm an der Treppe, richtig? Ja. Gut. Also ich weiß, dass das so war? War das dann so? Werde ich da mal weitermachen. Moment, ich habe ja gar nicht mehr so viele Steine. So? 20 Stück in der Höhe, hast du gesagt. Ja. Ist jetzt erst einen hoch. Oh Mann. Ich krieg das echt nicht mehr zusammen. Oh Gott. 4. 5. War das vielleicht auch so? 6, 7. Oh je. War das vielleicht so? Nee. Okay, geht nicht mehr. Da fällt man ja ewig in die Tiefe. Dann mach ich halt. Gott, das ist 20 ist ja voll hoch, sag mal. Ja. Boah, da kommen wir ja gar nicht an da unten. Verdammte Axt, habe ich schon wieder zu hoch gebaut. Mal gleich mitnehmen hier. Ja, ich brauche da nochmal Schilder. So, klack, klack. Wie war denn das noch? Ah. Jetzt haben wir auch nicht mehr genug Schilder. 3. So eine Sauberei. 4. Ach nein, natürlich. Was denn? Ich habe nicht mehr genug Getreide jetzt. Ich habe den Zucker vergessen. Hast keinen Zucker in den Kuchen packen wollen? Nein. Ist ja kein Wunder, dass das nicht geht. Ja, dann kann das ja auch nicht funktionieren. Das kommt, wenn man so Dinge Ewigkeiten nicht macht irgendwie, dann vergisst man das immer. Geht zumindest mir so. Macht ja nichts. Getreide ist fertig. Wir haben übrigens keine Knochen mehr. Ich würde ganz gerne auf Monsterjagd gehen, vielleicht in der nächsten Nacht. Ja, geht klar. Denn dann können wir hier mal mehr Getreide so ernten. Habe ich noch Steine? Ja, ich sehe mich schon nachher hier runterspringen und dann erstmal drauf gehen. Ja, das macht nichts. Doch, das finde ich ganz schön ärgerlich. Es tut immer weh. Gut, dann kümmere ich mich jetzt erst um die Kakaobohnenfarm. Wo soll ich die hinstellen? Einfach ja, mitten schon rein, oder wie? Wo mitten rein? Neben die Schmiede, die Kakaobohnenfarm, oder wie? Ja, kannst machen. Das ist ja sowieso Industriegebiet da drüben. Das ist halt jetzt nur so ein ganz kleines Ding. Das macht ja nichts. Denn ich habe nicht viel Tropenholz. Haben wir denn Tropensetzlinge überhaupt? Oh, ich habe doch viel Tropenholz. Brauche ich keine Setzlinge. Hätten wir aber gehabt. Dann brauche ich das da. Und okay. Oh je. So, jetzt muss ich hier irgendwie wieder runterspringen, ne? Stein brauche ich. Das ist aber auch wieder. Hau ich mir erstmal einen Goldbroiler rein vorher. Ich gebe mal ein bisschen Stein. Ja, ich sehe dich da hinten. Ich versuche mal, welche zu finden hier irgendwo. So, jetzt springe ich hier mal runter. Mal sehen, wie das weh tut. Ah. Boah, 3 Herzen, alter Schwede. Ja, das ist schon eine Menge. So, ich baue mich da jetzt dann doch lieber mit Erde nach oben gleich. Aber ich habe gar keinen Stein mehr. Also Stein schon, aber kein Cobblestone. Wollen wir runterkommen? Ja, ich... Oh, da ist ein Skelett. Echt? Hau um. Ja, ich bin ja dabei. Ich muss mir nur erst noch mein Schwert ziehen hier. Nimm dem die Knochen ab. En garde, komm her, du Skelettor. Ich weiß gar nicht, hatte der Knochen dabei? Natürlich keine dabei gehabt. Bin ich zu tief? Okay, dann gehe ich jetzt mal runter zum Dumpy. Ja, ich komme da jetzt auch mal hin. Kann ich jetzt vorher speichern, ey? Das ist ja echt schrecklich. Kann ich vorher speichern?
Ich werde mal eben die Dingensen hier umsetzen. Die Werkbank. Ah doch, der hat doch einen Knochen dabei gehabt. So. Wie gehst du nur da runter? Kann man sich da ranschleichen? Nein, du musst halt nur in die Richtung Leiter drücken, dann geht das. Und dann kannst du alles loslassen. Ja, das mache ich dann. Ja. Wenn ich einmal dran bin an der Leiter. Das ist tief. Das ist heftig, ne? Ja. Ewig weit runtergegraben hier. Er leistet schon ordentlich was hier. Das ist echt hammermäßig. Akkordarbeiter. Supermühle hier, echt. Oh, alter Schwede. Wow, guck das mal. Zwei Diamanten hat er schon in der Kiste. Die kaputt und Steine. Die nehme ich mir mal gleich raus. Echt super. Das ist schon echt viel. Hier ein bisschen zugepflastert. Ja. Ja, das ist echt cool. Richtig cool. Echt spitzenmäßig. Aber hier schon gleich so eine geile Mine irgendwie, finde ich richtig super. Ja, es ist schon richtig cool. Und Wusimu, du bist in die Höhle gegangen, oder was? Ja. Okay. Ah, da oben. Wer hat die ganzen Steine gemobst? Na, ich. Mir ist es gewesen. Da ist Wusimu. Okay. Ah, und ich fall runter. Ach, du bist aber auch. Ja, keine Sorge, ich habe mich ja nochmal wieder gefangen. Schlimm, schlimm. Alles ist gut, alles ist gut. Hier hängt auf halbem Weg. Bin mit einem Schiss Werkbank in der Hose davon gekommen. Was? Ah, verdammt! Siehste? Siehste? Das kommt, weil ich mich umdrehen wollte. Da hing eine Werkbank in der Luft. Ja, genau da habe ich mich auch umgedreht. Da stand nämlich Wusimu eben und da wäre ich auch fast runtergeflogen. Ah. Ne. Das war Wusimu, war ist schuld. Wusimu ist schuld, ja, genau. Ja. Das ist ganz beschlossene Sache Fall hier. So. Wo sind jetzt meine ganzen Sachen? Ganz unten, ne? Ja. Jetzt macht er die Werkbank weg. Ich guck nicht. Jetzt falle ich da wieder runter. Moment mal. Errungenschaft. Ah ja. Errungenschaft. Platt. Squish. Irgendwo ist hier die Werkbank. Bitteschön. Sowas Gemeines. Oh, mir hat's die Sachen ausgezogen beim Stürzen. Das ist aber nicht schön. Oh, bist so nackig. So. Lenya ist nackig. Nein, bin ich gar nicht. Ich war nur ohne Rüstung. Ohne Höschen? Ach ja. Das ist richtig cool. Ist das eine Schlucht oder sowas? Ich kann nicht richtig gucken, weil sonst fliege ich wieder runter. Ich kann nicht richtig gucken, naja. Kannst ja Shift drücken und dann dich umdrehen. Ja, da hast du auch wieder recht. Ach, das geht an der Leiter? Ja, natürlich geht das an der Leiter. Und da bleibt man dann hängen, oder was? Ja, das liegt sowieso nur alles am Malkondo, dass ich so Sachen irgendwie vergesse. Es ist so klar irgendwie, dass ich jetzt schuld bin. Natürlich. Also wenn ich alleine spiele, vergesse ich so Sachen nicht. Natürlich nicht. Übrigens ist der Part gleich zu Ende. Schon wieder. Ja, ich sollte mir noch mal hier genau gucken, wie hoch muss ich überhaupt? Hast du gesagt 20, ne? Ja, so 20. Ich kann es aber noch nicht genau sagen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Stück, ey. Boah, noch mal so hoch. Ja, du bist erst bei 10 und jammerst schon? So Sorgenschuss? Warum machst du eigentlich auch den hier vorne? Ich sagte doch, der an der Burg und nicht an der Mauer. Ich hab doch extra gefragt, an der Treppe. Und da hast du gesagt, ja. Ja, der da. Der ist doch an der Treppe hier. Der hier. Der ist doch nicht an der Treppe. Oh nein, du alles umsonst. Du verstehst aber auch gar nichts. Nee, wieso? Dann steht der wenigstens schon mal. Und die sind, glaube ich, auch nur 15 hoch oder so. Dumpty had left the game. Ja. Okay, das macht aber Dumpty Join the Game. wir machen Partende, würde ich sagen, ne? Okay, machen wir. Gut, dann Ende des Parts und genau. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, ciao. Und tschüss.